sono poi stato in due persone che si Damen und Herren, es freut mich, Sie als Bürgermeister der Weinstadt Polster beim 36. Bezirkswinzerfest herzlich begrüßen zu dürfen. Ich möchte alle Gäste aus nah und fern im Namen unserer Winzer und im Namen der Bewohner dieser Stadt herzlichst willkommen heißen. Das Wetter hätte fast uns einen Streich gespielt, aber ich glaube, Sie trauen sich doch wirklich nicht. Jedes Jahr wird unser Fest unter einem gewissen Motto abgehalten. Waren es im Vorjahr die Entdeckungen, die den Winzerumzug prägten, so können wir im heurigen Umzug das Vereinsleben in Verbindung mit dem Wein vorstellen. Nachdem es an Vereinen in unserem Gebiet nicht mangelt, ist sicherlich ein vielfältiger und interessanter Festumzug zu erwarten. Schon das Motto im Land der Weine gedeihen auch die Vereine sagt die besondere Verbundenheit aus. Denn was wäre eine Zusammenkunft in froher Runde ohne ein Glas Wein? Anlässlich unseres Festes haben sich auch viele Ehrengäste eingefunden. Ich heiße alle herzlich willkommen. Die Grüße des Herrn Landeshauptmannes Bröll, der auch den Ehrenschutz über diese Veranstaltung übernommen hat, wird uns Herr Abgeordneter Franz Hiller überbringen. Es ist mein erster Besuch in meiner Amtszeit hier im Weinviertel und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass ich gleich in der wunderschönen Stadt Polsdorf zu Besuch sein darf. Mich verbindet jedoch, obwohl ich das erste Mal hier bin, mit Polsdorf und mit dem Weinviertel doch einiges. Zum Ersten ist es, dass meine Stellvertreterin, die Simone, hier aus der Gegend kommt und zum Anderen unterrichtet meine Schwester an der hiesigen Schule. Ich wünsche Ihnen für das Winzerfest alles Gute, gute Unterhaltung und ich glaube, das Wetter spielt auch mit. Aber wie könnte es auch anders sein, bei so vielen gekrönten Häuptern und so vielen Ehrengästen. Dankeschön. Ich begrüße Sie hier recht herzlich in Polsdorf beim Bezirkswinzerfest. Der Raum Polsdorf, ein Eldorado für Kenner eines guten Tropfens im Herzen des Weinviertels gelegen, hat neben hervorragenden Weinen eine weitgehend unberührte Landschaft, die mit den sanften Hügeln und Feldern die Gäste sind verweilen eigentlich. Herr Bürgermeister, liebe Abgeordnete, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Polsdorfer Weines, es ist leichter, den Mund als eine Rede zu halten. Aber der Herr Professor Antl, der regierende Weinpräsident von Polsdorf, der zurzeit in Salzburg einen großen Fernsehfilm vorbereitet und bereits in Arbeit ist, mit Karin Dohr, Jenny Jürgens,
Alfons Haider und in der Hauptrolle Alexander Wussow und mit vielen, vielen anderen bekannten Kollegen, ist leider unabkömmlich und danke vielmals für Ihr Kommen. Dankeschön. Und wir wünschen, dass dir der Wein weiterhin so gut schmeckt wie wir und so gut wie auch mir. Geschmeckt hat und doch immer schmeckt. Alles Liebe. Danke dir. So, ich verspreche es, ich mache es ganz kurz. Jetzt hat jeder so schön gesprochen. Ich kann nur immer mit gelernten Text sprechen. Also ich habe keinen, deshalb sage ich nur, ich bin auch aus dem Weinviertel. Und zwar ein bisschen weiter weg von hier, aus Hauptsdorf, Retz, aus dieser Gegend. Ich bin noch nie in Wolsdorf gewesen, aber ich kenne den Wolsdorfer Wein. Und zwar durch meinen Freund Antl, der wird nämlich von Wolsdorf beliefert mit dem Wein. Und seit kurzem kriege auch ich den Wein aus Wolsdorf. Und ich verspreche es. Wo ich auch immer hinkomme, ich werde natürlich nicht trinken, dass ich also kein Blau bin, aber wenn man mich fragt, was das für ein Achter oder Viertel ist, dann ist es aus Wolsdorf. Und diese Reklame werde ich machen, solange ich kann. Und jetzt wünsche ich ein schönes, schönes Fest und in der Kölnerdossen, glaube ich, treffen wir uns alle. Baba. Ich wünsche, Herr Bürgermeister, Ihnen und allen hier Versammelten und vor allem hier, die alle um uns stehen, ein schönes Fest und ein großes Prost. Prost, Prost, ja. Nein, der ist gut. Langsam. Ja, aber jetzt gibt er ehrlich einen Schluck, bitte. Wirklich, ihr habt so einen Wein. Na, euch kann nichts passieren. Ich trinke auf keiner Wohl. Was? Und jetzt nicht mehr, weil mir der nächste ist uns voll um. Hm? Was? Wir sind gekommen von nah und fern, ich möchte sagen, in das Mekka des österreichischen Weinbaus nach Oelsdorf. Und ich darf Sie auch seitens des Landes Niederösterreichs und unseres Herrn Landeshauptmannes hier sehr herzlich willkommen heißen und Ihnen seine lieben Grüße übermitteln. Thank you.
ganz stolz, haben den Pokal mit vom letzten Wertungsspiel. Wir haben dort eine Ausschusssitzung. Sehr viele Liebhaber gewonnen. Bitte um Ihren Applaus für den Wendler von Reinhard Lebensberg. Der Tennisclub aus Polsdorf mit dem Motto Jugend nach vorn. Der Tennisclub Polsdorf besitzt nicht nur zwei Plätze im Park, er betreut auch die drei Tennisplätze am Badedeich. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und weiterhin viel Erfolg. Ortsclub Polsdorf hat ca. 350 Mitglieder. Am 19.09.93 fährt ein Autobus zum Landesfinale nach Gmünd. Danke fürs Mitmachen und viel Erfolg in Gmünd. Das Kennbetrieb im Bezirk Polsdorf am Wenzkanntal verrichtet war. Am 19.09.1989 wurden im Stadtkeller 1042 Flaschen Wein aus dem Jahrgang 1909 Lieferette Abschluss gelangt. Natürlich für einen Gast Polster Verein. Herzlichen Dank der Volksschule Polsdorf. Für die Rattenfänger und Leseratten sind unterwegs. Eine Gruppe von ca. 90 Kindern, gestellt von der Volksschule Polsdorf. Einen herzlichen Applaus und ein herzliches Dankeschön fürs Mitmachen. Herzlich willkommen in Polsdorf.
möchte auch ankündigen, dass 180 verschiedene Weine von 25 Hauern zu Spitzenrennen gepflegt. Landessieger, Landessiegel mit Gold und Silber ausgezeichnete Weine. Besuchen Sie den Weinmarkt, Sie werden fachkundig während Wochentage am Wochenende vom Winzer persönlich betreut. Herzlichen Dank, Herr Leiberfreund Kekulkar. Der große Spruch von Heiligen Jörg auf Wetterwein. Der Weinbacherin Bolster stellt die Urkundenübergabe von 1332 aus Weinverkäufen aus der Riedfirma Schachern dar. Im Staatsarchiv liegt die Originalurkunde auf. Die Riedfirma Schachern zählt zu den besten Rieden Bolsters. Der damalige Kaufpreis 14,5 Pfund Wiener Pfennige. Wäre schön, wenn das Schillinger wäre. Die wunderschönen von 93er sind sehr einladend, wir wundern, dass dort niemand flucht. Der Weinbauverein Drachenhofen stellt den Taschenpfeifenverein vor. Es gibt in circa Oberrhein zu trinken. Der Taschenpfeifenverein lädt ein, landwirtschaftliche Produkte direkt vom Bauernmarkt. Untergebracht, Insider wisst ihr es, ist der Bauernmarkt im Österreich Steinhof und dann Weinmarkt. 12 Betriebe aus der engeren Umgebung bieten ihre Produkte an. Um sie neugierig zu machen, gibt es einen Anhänger Postproben vom Bauernmarkt. Greifen Sie zu. Das kann nur unser Kirchenchor sein. Und feiert mit unserem Winzerzeck und größter Versorgung. Den Sauristen haben wir bereits auf der Bühne zum Posten gelegt. Herzlichen Glückwunsch in noch einen. Ich gebe auch weiter in noch einen. Ich weiß schon, ich bin ja fast 25 Jahre verheiratet. Am besten Redner waren die Frau immer recht was. Beachten Sie bitte die Glaskultur. Zum Polsterwein gehört natürlich ein entsprechendes Glas. Daher werden pro Jahr auch nur höchstens 5600 Liter oder 100 Eimer Wein geerntet. Beitrag von 300 Schilling. Wir feiern die hohe Aktion wie Aufflug von Dr. Bogen. Der Maukereiter fragt mir, was rot schützen vor. Der Vereinstrumpf Vinetum regt an zu Ideen wie Dodermannerschauen, Gangmaschine und Eneschauen. Herzlichen Dank dem Weinbauverein Herr Bankert.
Engländern, aber das geht schon. Jetzt ist ja mal der Bubo gelandet hier. Klosterkeller herzlichst begrüßen. Es freut mich, dass unser Kellereigentümer, Herr Gemeinderat Riegelhofer, hier uns wieder aufgenommen hat in diesen alten Gewölben. Und ich glaube, dieses Gewölbe trägt wirklich dazu bei, sich wohl zu fühlen. Ich möchte Ihnen noch einen schönen Aufenthalt im Polsdorf wünschen. Genießen Sie die Weine. Die Ansässigen kennen es meistens, die, was noch nicht ganz Insider sind, werden es in den nächsten Stunden erfahren. Ich habe auch gehört, die Frau Präsidentin ist nicht so ganz am Laufenden, aber ich habe gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Frau Präsidentin, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Regentschaft. Vertreten Sie den Wein wirklich, wo Sie Gelegenheit haben. Ich glaube, Sie vertreten ein Produkt, wo Sie wirklich großstehen können davor. Alles Gute! Eine offizielle Kette der Präsidentschaft und das ist für den normalen Anlass. Da steht meistens die Jahreszahl drauf, dass man es nicht vergisst, wann man das war. Also guten Appetit und schönen Aufenthalt noch im Polster. Ja, wirklich. Oh, es
Ja,